Glück morgen, Jungs und andere, die heute ihr Horoskop nicht gelesen haben. Ah, warte. Ich spüre es. Du bist ja Sternzeichen Hurensohn. Die Sonne im Zeichen Hurensohn steht heute senkrecht zum Pluto. Das heißt, deine Gucke bleibt leider so klein. Aber viel Glück im nächsten Leben, Kollege. Anyway, Like und Abo nicht vergessen und wie immer Henry die Seegurke kommentieren. Ihr wisst schon, Seegurke, Ha! Das ist bei den Italien, Jungs, ihr könnt mich gerne so nennen. Jungs, ihr seht, was das ist, oder? Das ist irgendwie eine Art neuer Server, ne? Ich bin gerade eben auf CloudRP. Das ist anscheinend so ein neuer RageRP-Server, genau. Und RageRP ist ja immer so eine ganz große Sache. Da sind eigentlich, glaube ich, hauptsächlich fast international große Server drauf. Und dieser Server hat auch schon bereits 500 Spieler. Deswegen, lass uns mal vorbeischauen, ne? Wichtiges Achtungssymbol. Du solltest hier Zeit nehmen, dein Charakter. Alter, ich weiß schon ganz genau, wie ich werde. Vorne kurz, hinten lang. Guck hier an, ich sehe ein bisschen aus wie Gibby. Okay, ich bin fertig. Reicht mir. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Wo kann ich ein Fahrzeug mieten? Ein Mann in einem grauen Anzug steht an der Straße, wenig rechts. Okay. Mann im grauen Anzug, ein bisschen weiter hier, ne? Hat er gesagt. Okay, also das ist der graue Mann im Anzug. Moped Fagio. Bezeichbar. Okay, wohin gehe ich denn? Was ist denn das? Das sind die richtige Gangviertel. In Farben aufgeteilt, wie viele Territorien die besitzen. Ey, okay, das ist ziemlich cool. Ich will mal eine Fahrschule machen, vielleicht. Das ist das Erste, was ich tun sollte. Mittelfinger geht raus an jeden, der Müll fährt. Mittelfinger geht raus an jeden, der Geld fährt. Ne Katze! Kann ich die streicheln? Füttern? Oh, das ist kein Futter um dieses Tier. Ich hab's, glaube ich, umgebracht. Oh nein, es war ein kalter Genickbruch. Ich bin der Mörder. Ah, die markierten Routen unfallfrei ab. Dieser Judas. I'm just driving. Oh, was? So eine Kurve, nicht illegal. So, die Fahrschule ist so, fährt man nicht. Oh, erfolgreich bestanden. Great. Nun gib mir mein Moped Fagio hier. Fuck the police, coming straight from the underground. Brecheisen, Schraubenschlüssel und Hammer. Sprühdosen. Okay, dann habe ich jetzt erfolgreich Sprühdose gekauft. Du bist kein Mitglied einer Gang. Dann gehen wir heute in eine Gang, Jungs. Woo! Ah, schönen guten Morgen. Moin, moin. Ich wollte Sie fragen, so, kann man euch noch beitreten? Ja, ich frage mal nach, ob gerade wer da ist. Ja, weil ich wollte gerade die Sprühdosen ausprobieren. Das geht nur zu bestimmten Zeiten. Graffiti-Krieg. Achso, ein Krieg? Aber ich will eigentlich nur irgendwas an die Wand sprühen, wissen Sie? Das geht halt in einer Gang, ne? Da kann jede Gang drüber sprühen. Das ist okay. Ich sprühe dann wieder drüber, weißt du? Das ist mein Markenzeichen. Das Ding ist, es ist gerade keiner da, aber so in einer halben Stunde. Halbe Stunde, ja. Keine Sorge, ich bin sehr geduldiger. Mann. Wenn nicht, gehst du dann nochmal eine Runde arbeiten. So ein bisschen Startgeld ist halt auch nicht schlecht. Wieso? Kriegt man in der Gang nicht so viel? Ja doch, aber du musst erstmal noch eine Kleidung kaufen. Sind wir nicht so brüderlich und geben das aus? Die können halt auch nicht jedem hier Geld geben. Stimmt, da muss man vorsichtig sein. Hier sind teilweise Rabauken, du. Wie lange bist du denn schon Growthlock? Seit Tag 1. Ja, und da ist es erlaubt, dann gelb zu tragen? Nee. Weil der Hut, wissen Sie, sie wirken mir eher mehr wie ein Vargos. Ah, das ist ja nur ein Strohhut, ne? Nicht richtig gelb. Ja, irgendwie schon, wissen Sie, weil Stroh ist ja gelb eigentlich. Ja. Ah, so ein bisschen hast du recht. Ja, wenn ich in der Gang wäre, würde ich dich da rausschmeißen, weil das ist schon ein Verrat, finde ich, weil wir tragen grün. Das ist ein bisschen übertrieben. Sie finden, die Hut ist übertrieben, das ist auch für mich eigentlich ein Grund, sie rauszuschmeißen. Ist aber zum Beispiel schon erlaubt, wenn du grüne Schuhe und grüne Hose zum Beispiel trägst. Also ihre Hose ist nicht grün, ihre Schuhe sind nicht grün und ihr Hut ist nicht grün. Die Hose ist für mich grün, doch. Sind sie ein bisschen farbenblind? Du siehst aus wie so ein Fußballfan. Ich meine, wenn man sich hier bewirbt, da muss man auch schon ein bisschen Anstand zeigen. Ja, ja, aber wenn Grove nicht mal grün ist, was sind wir dann hier? Ampelmänner oder was? Ihr habt das Prinzip vom Gangsein einfach verloren. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Ja, nö, ich warte jetzt hier noch, bis irgendjemand ankommt, der wirklich Grove ist. Aber kann man ja schon mal ein bisschen hier sich rumschauen, weil ich bin ja sowieso zukünftig drin und ich werde dich schon so schnell überholen und raustreten lassen. Gehst du jetzt nach vorne oder? Oh, wow, okay, ganz ruhig hier. Ich bin dein zukünftiger Boss, das sollten wir nicht so machen. Wird nur ein bisschen Spraydosen sprühen, wissen Sie? Ich glaube, du gehst lieber irgendwo anders hin. Ich glaube, du gehst irgendwie irgendwo anders hin. Wie viel Stress macht. Ah, warum ballert sie denn jetzt was zur Hölle? Oh, da habe ich aber jemanden sauer gemacht. Ich verprügel sie alle. Sie dürfen die Gurke abonnieren. Du solltest übrigens auch abonnieren, Diggi. Sonst finde ich dich, Diggi. Einer von euch eventuell ein Arzt. Sie haben doch bestimmt diese guten Pillen, die mich gut fühlen lassen. Oder? Ja, wir haben auch gute Pflaster. Aber ich will die Pillen, die mich gut fühlen lassen und ein Pflaster. Okay, dann gebe ich Ihnen das Pflaster und meine Kollegin gibt Ihnen die Pillen. Ich verschreibe keine Pillen ohne einen Grund. Der Grund ist, dass sie mich gut fühlen lassen. Kannst du dir welche aus dem Schwarzmarkt holen? Ja, von meinem guten Freund Bernie, aber der gibt sie mir nicht. Pillen verschreibe ich nicht. Natürlich, sie sind Ärztin. Wer sonst verschreibt Pillen? Ja, der Staat? Aber meine Kollegin darf Ihnen ja nicht einfach illegale Pillen verschreiben. Wer redet ihr denn von illegalen Pillen? Ich will Pillen. Ja, was für Pillen denn? Normale Pillen, Medikamente, sie wissen schon, die Dinge, die mich gut fühlen lassen. Die geben mir halt ein groovy Gefühl. Kann ich dir weiterhelfen? Entschuldigung, also jetzt ignorieren und einfach die Diskussion aus dem Weg gehen, ist auch nicht sehr reif von Ihnen, muss ich sagen. Ja, wie oft soll sie sich denn wiederholen? Habe ich deine Frau beleidigt oder warum mischst du dich denn jetzt ein? Ich bitte Sie, solange Sie halt hier in dem Krankenhaus sind, mit Respekt meiner Kollegin gegenüberzutreten. Das soll auch von Ihrer Seite kommen. Wie oft soll sie sich denn wiederholen? Aber meine Kollegin... Entschuldigung, wenn alle gleichzeitig reden, kann ich hier nichts verstehen hier, ja? Also sprecht euch mal ab, wer hier mit mir redet überhaupt. Ihr beiden kommt einfach mal mit. Einen Moment, Sie bleiben mal ganz kurz hier.
Bücher hier. Das geht ja so gar nicht hier. Ich will meine Pillen und sie geben sie mir einfach nicht. Geben sie mir jetzt meine Pillen für den Kreis, auf dem mir ein Groovy-Gefühl geben, oder ich werde hier gleich ein bisschen wild. Wissen Sie, dann rufe ich Ihren Chef. Dann machen Sie das mal. Ja, dann holen Sie Ihren Chef. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich habe ja seine Nummer nicht. Hinter Ihnen. Ah, endlich. Ja. Yeah. Schon, entweder Sie gehen jetzt oder schon als SPD und Sie verschwinden. Wow, was ist denn hier los? Ein. Okay, jetzt fängt er zu zählen. Hilfe, sind Sie mein Papa oder was ist los? Können wir da nicht reden wie erwachsene Menschen? Guck mal, wie inkompetent Sie sind. Es tut mir leid, aber ja, Sie machen Ihren Job nicht gut. Sie wollen mich rausschmeißen aus dem Krankenhaus. Könnte ich mal Ihr Dienstausweis bekommen? Geht, ist kaputt momentan. Ah! Das Zeug von Professionalität, deswegen, also, holy shit. Hier jetzt weiter mein Pillenproblem lösen. Also, die Dame, ich habe gerade festgestellt, dass das nicht mal Ihr Chef ist. Wieso das denn? Er ist mein Vorgesetzter. Nur weil du im Bett einmal Daddy genannt hast, ist es nicht dein Chef. Kann ich einfach mal die Dame in Ruhe lassen? Kannst du Opa mal dein Bärtchen schnibbeln, Digga? Das sieht absolut grässlich an dir aus. Digga, ich zwirbel dir den gleich in die falsche Richtung, Digga. Ist einfach der Endgegner von Sonic bei mir, Dr. Eggman oder wie auch immer scheiße da ist. Du bist ein schwacher Mann mit schwachem Willen hier. Ich verschreibe ihm immer noch keinen Pillen. Entschuldigung, die Dame, dann sind Sie inkompetent. Ist mir der Kreislaufzusammenbruch nicht Grund genug, mich überhaupt zu untersuchen? Untersuchen kann ich Sie lieben gerne. Ja, dann kommen Sie mal mit hier. Einmal bitte drauflegen, ich untersuche Sie gleich. Mich untersuchen, ganz sicher nicht. Ja, ich werde Ihren Job ganz bestimmt besser machen als Sie. Wollen Sie, dass ich das PD hole oder gehen Sie von alleine raus? Ich diagnostiziere Sie mit Übergewicht. Dürfte ich einmal ganz kurz Ihren Namen und Dienstnummer haben? Lauter Matata. Hakuna Matata. Wahrscheinlich, scheiße, das ist klar, Digga. Dann haben Sie sich so aus den Arsch gezogen. Also zeigen Sie mir bitte Ihren Dienstausweis, sonst glaube ich hier gar nichts. Die Dienstausweise sind immer noch auf dem Weg. Wie soll ich dann irgendwas hier glauben? Sie haben ja nicht mal Beweise, die Dame. Ich stelle mich einfach neben Sie und warte, bis ich mein Groovy-Gefühl bekomme. Konntest du das Problem lösen? Nein, das konnte sie nicht, weil sie ist actually eigentlich ein ziemlich schlechter Problemlöser. Ich frage mich, wie die es überhaupt hier reingeschafft hat. Wollen Sie in so einem Krankenhaus arbeiten, wo so eine Frau wirklich über... So, oh. Henry, hallo. Guten Tag. Du verlässt jetzt das MD und hörst hier auf rumzubaten. Es gibt hier keine Pillen, das haben sie dir auch schon gesagt. Sie haben nicht gesagt, dass es keine gibt, sie haben nur gesagt, sie wollen mir keine geben. Ich habe da anders gehört und gesehen. Das ist nicht böse gemeint. Deswegen hole ich dich hier hin und jail dich nicht direkt weg. Ich rede nur mit dir. Du gehst da zu hart dran und das geht schon in Nötigung rein, theoretisch. Sie hat jetzt nicht gerade eben besser geredet, sind wir ehrlich. Ne? Ne? Das wäre ganz nett, wenn du das unterlässt, so gesehen, und dich vielleicht sogar noch eventuell entschuldigst. Oh, ist das ein Muss? Musst du nicht. Du kannst auch jetzt einfach von hier hinten verschwinden. Alles klar, gut, okay. Ich wünsche dir was, mach's gut. Ciao, ciao. Ich fühle mich genauso wie verloren wie am Anfang bei Grand AP. Entschuldigung, die Dame, sie sehen mir reich aus. Warten Sie einen Moment. Pepperpot oder so, keine Ahnung. Die fährt schneller. Eventuell hammer creepy, dass ich diese Frau verfolge. Aber ich brauche eigentlich nur Geld. Die Dame, ich wollte eigentlich einfach nur fragen, haben Sie ein bisschen Geld? Sie sehen mir ein bisschen reicher aus. Okay, gut, dann habe ich eine Geschäftsidee für uns. Also hör mich an, ja, Leute sind schwach für Frauen. Wenn sie nur hoch genug reden, ja, geben sie ihr jedes Geld der Welt. Das machen wir 50-50, 75-25, ja, und dann werden wir reich so. Wir müssen einfach zu den, okay. Zu den, ja, bist du dabei? Nein. Was? Warum? Weil ich kein Interesse habe. Wow, sowas habe ich nicht von dir erwartet. Ey, du musst sie nicht die ganze Zeit so beschützen wie ein Hund, Digga. Bist ja schon beinahe an die Leine genommen. Sam! Nenn mich Fettfinger Jones. Mein Wagen fährt 30. Der Herr, sind Sie offen für eine geniale Geschäftsidee? Ich höre, Sie haben eine sehr hohe Stimme. Klingt schon beinahe wie eine Frau. Wenn Sie sich so passend anziehen, dann kriegen wir einen Haufen Geld, wissen Sie? Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Sie klingen absolut wie eine Frau. Vertrauen Sie mir. Du wirst dich eventuell ein bisschen hochlutschen, wortwörtlich, aber das passt schon. Ja, wie machen wir das? Wie machen wir das dann? 75-25, ich hatte die Idee, ich krieg mehr. Nein, Surferboy! Ich mach bisschen Kaki in die Hose, Kakiwurst. Fahr doch bitte weg mit deinen verkalkten Rollen. Ey, was willst du von mir? Ich komm nicht in mein Auto. Ich hab ne neue Idee. Wunderschön, kann ich Ihnen helfen? Nein, ich muss hier gerade eben noch den Weg zu meiner Tochter finden, wissen Sie. Ich mach's gerade auf dem Navi. Hier wird nicht gegafft, ne? Einmal bitte weiterfahren. Und Sie ihn, schnappen Sie ihn sich, Tiger. Wir schnappen ihn uns. Alles klar, wir schnappen ihn uns. Nein. Okay, dann nicht. Wir schaffen das. Wollen mich jetzt hier irgendwie Bußgeld reindrücken, weil ich da 2 Sekunden auf so einem roten Gehweg stand. Ja, mit Falschparken fängt die Kriminalität im Staat an. Digga, das ist so Anzeigenhauptmeister. Ja, was wollen Sie denn jetzt von mir? Kleines Bußgeld von Europa. Ah, korrupte Polizei also. Schweine. Schau mal, wie sie jetzt zu dritt entschädigen. Die haben sich multipliziert. Ah, ein Growler, habe ich recht? Nee, nicht wirklich. Sie haben als Voraussetzung, dass du nur ein grünes Oberteil haben musst. Der Rest kann in welcher Farbe sein, wann immer du willst. Ich glaube nicht, dass die Growler als einziges Anrecht auf grüne Oberteile haben. Natürlich haben die das, Digga. Soll ich dich kurz wohin mitnehmen? Nee, alles gut. Ich kann dich einfach mitnehmen. Ich gehe gerade einfach nur zur Tankstelle. Ja, komm, dann bringe ich dich ganz schnell zur Tankstelle. Let's go. Siehste, ganz genau. So, was wollen Sie von der Tankstelle? Einfach nur so hin. Die wird von einem russischen Mafia besetzt, wie Sie sehen hier. Mit Hans wollen Sie sich nicht anlegen, weil Hans ist halt gefährlich. Ah, okay, ja.
gut, das heißt drauf. Hans ist ein mächtiger Mann. Soll ich den noch kurz wohin mitnehmen? Sag einfach wohin, Digi. Ich schwöre, ich nehme dich mit. Ich brauche kein Möglichkeit-Taxi, aber dann. Muss einfach nur auf dem Ort und Stelle auf dem Navi eintragen, ich bin da. Alles gut, wirklich. Ja, komm, steig auf. Ist auch kostenlos, wie du gesehen hast. Haben schon mal gemacht, ich kann das nochmal machen. Nee, passt alles gut, aber ich brauche keine. Sag einfach wo. Nee, alles gut. Also ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao. Sag einfach wo. Sag einfach wo. Sag wohin. Pflicht. Klettert hoch. Soll ich mit der klettern, wenn das ein bisschen too much? Ah, YOLO, fuck it, Digga. Ich gehe auf den too much, Digga. Wenn etwas too much ist, dann ich. Also wohin kann's gehen? Sag einfach wann und wo. Der Herr? Oh Mann. Ich hab's gefallen, ich kann alles allein und alle aber nachzulassen oder sonst bin ich raus, Leute. Ich habe starke Schmerzen, meine Scheiße wird mich ausmerzen. Henry, du bist einfach hart. Du